Großdorf Niedersachsen von zwei 18-jährigen Skinheads, die der FAP, der Freiheit Deutschen Arbeiterpartei, angehört, mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Er starb am 1.1.1991 an den Folgen des Angriffs. Der siebte, Jorge Joao Gomondai, 28 Jahre. Am 31. März 1991 wurde Jorge Joao in Dresden in Sachsen während einer Auseinandersetzung mit Skinheads aus einer fahrenden Straßenbahn gestoßen und dort starb er an seinen schweren Kopfverletzungen. Matthias Knabe, 23 Jahre. Matthias Knabe wurde bei Gifhorn in Niedersachsen von 15 Rechtsextremen am 8.5.1991 angegriffen. Im Verlauf des Angriffs trieben sie den Tank auf die Bundesstraße 4, wo er von einem Auto erfasst wurde. Er erlitt schwere Hirnverletzungen, die am 5. März 1992 zu seinem Tod führten. Und wir sagen wieder, kein Fußbreit mit Nazi-Terror in unserem Land. Das nächste Opfer, Helmut Leger, 39 Jahre alt, Obdachloser. Er wurde am 4. Juni 1991 im Gifhorn Kestorf, auch in Niedersachsen, von einem Jugendlichen erstochen. Der Täter gehörte der örtlichen Skinhead-Szene an und beschimpfte Helmut Leger im Vorfeld als Abschaum. Agustin de Compoio, 34 Jahre alt. Am 15. Juni 1991 wurde Agostinho Compoio in Friedrichshafen, Baden-Württemberg, von einem rechtsextremen verprügelt und erstochen. Samuel Kronprofi Yeboah, 27 Jahre alt. Am 19. September 1991 verbrannte Samuel Kofi Yeboah in einem Asylbewerberheim in St. Louis, auf das ein Brandanschlag von Rechtsextremen verübt worden war. Meko X, 19 Jahre. Am 27. Oktober 1991 wird der 19-jährige Meko X in Berlin an Kurfürstendamm bei einer Schlägerei zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen so schwer am Kopf verletzt, dass am 13. November an den Folgen der Attacke stirbt. Die Auseinandersetzung vorausgegangen war eine Beleidigung von Seiten drei deutscher rechtsextremer Jugendlicher. Gerd Hinstedt, 30 Jahre. Er wurde am 1. Dezember 1991 in Hohenseldorf in Brandenburg von sieben Jugendlichen mit Baseballschlägern zusammengeschlagen. Die Täter gehören nach eigenem Bekunden dem Kern der rechten Szene an. Gerd Hinstedt verstarb am 3. Dezember 1991 an den Folgen des Angriffs. Und auch wieder, kein Fußbreit den Rechtsradikalen, kein Fußbreit dem Nazi-Terror. Timo Kälke, 29 Jahre. Er wurde am 12. Dezember 1991 in Neuro, Brandenburg, von Mitgliedern einer Wehrsportgruppe erschossen, als diese sein Auto für einen geplanten Überfall stehlen wollten. Ein namentlich unbekannter Jugendlicher, 18 Jahre, wurde am 5. Januar in Gransee von 15 Neonazis erschlagen. Eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka wurde am 31. Januar 1992 bei einem Brandanschlag auf ihre Flüchtlingsunterkunft in Lampertheim gekettet. Dragomir Kristenel, 18 Jahre, Asylbewerber. Er wurde am 15. März 1992 beim Überfall von 25 Skinheads auf ein Asylbewerberheim in Saal aus Rache für eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Rumänen zu Tode gekommen. Und schon wieder fragen wir, wieso beschützt die Polizei unsere Angestellten, diese Terroristen? Das nächste Opfer, Gustav Schneeklaus, 52 Jahre alt, Seemann. Weil er Hitler als großen Verbrecher bezeichnet hatte, wurde er am 18. März 1992 in Buxtehude von Skinheads so schwer misshandelt, dass er am 22. März an den Folgen seiner Verletzung starb. Ingo Finner, 31 Jahre, Obdachloser. Nachdem er sich am 19. März 1992 in Flensburg gegenüber einem Skinhead als Sinto zu erkennen gegeben hatte, wurde er von diesem ins Hafenbecken gestoßen und ertränkt. Erich Bosse, er kam am 4. April 1992 bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Hörst ins Leben. Guyen
Bantu, 24 Jahre. Am 24. April wollte er zwei vietnamesischen Freunden helfen, die in Berlin-Marzahn von einer Gruppe rechter Jugendlicher verprügelt wurden. Er wollte die Jugendlichen zur Rede stellen, wurde jedoch von einem von ihnen mit einem Messer erstochen. Und schon wieder sahen wir kein Fußbreit dem Nazi-Terror. Und es geht weiter.